Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Moment, ich sitze noch nicht richtig. Irgendwie. Moment, warte mal eben. Ich muss mal eben den Stuhl hier. Auf YouTube denkst du jetzt wahrscheinlich, was macht der denn da? So, Ich saß irgendwie noch nicht richtig. So, jetzt aber. Ah, ja. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Heavy Rain. Wie stehe ich auf? So stehe ich auf. Wir waren dabei. Mir ist ja der Rechner abgeschmiert. Die Origami-Figuren zu basteln. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Und machen jetzt mal den Wuff-Wuff. Das Hundi. L1. Nach links. Und Viereck. Und nach unten. Und R1. Warte mal. R1 ist da. Und nach rechts. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Oh. Meine Kinder liebten Origami. Mhm. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Mhm. Lustig, oder? Interessant. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Was? Ich will's wissen. Aber wer waren die Pflegeeltern? Aje. Oh Gott. Wie ist der Name? Ich hoffe, wir finden es noch raus. Letzten Buchstaben. 96... Freitag 18:24. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Was ist das denn? Wo sind wir denn jetzt? Ich komme gerade ein bisschen vor wie bei PT. Mit dem roten Raum. Erinnerst du dich noch? Träumt er das jetzt oder... Was ist das hell, Alter? Wo sind wir denn hier? Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ach komm. Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ach komm. Nee, oder? Oh, wie fies. Alter.
Ich will das noch nicht drehen, ich will nur angucken. Ich will nur gucken. Ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle. Trinke es nicht, ja. Einerseits bin ich überlegen, was bringt uns das, wenn... Ja gut, wir wissen natürlich dann, wo der Sohn ist. Die Frage ist, können wir ihn dann auch noch retten? Angeblich ja 60 Sekunden. So, toll, wir können uns verabschieden. Wahrscheinlich irgendwie über Videobotschaft oder so. Weil 60 Sekunden, wie soll ich... Oder ist der Sohn hier? In dem Raum irgendwo? Und die Frage ist dann, weil Sean ist ja dann quasi nur... Ich weiß nicht. Trink. Einerseits überlege ich dann, weil, ja toll, ich verabschiede mich, dann hat er keinen Vater mehr. Und aber andersrum denke ich, er stirbt ja dann, wenn wir es nicht trinken. Ich bin so ein bisschen... Andererseits, Madison hat ja rausgefunden, wie er heißt. Aber reicht die Zeit aus, um... Reicht die Zeit aus, um wirklich, Sean zu retten, wenn wir jetzt nicht trinken? Das ist die Frage, weil wir wissen ja immer noch nicht, wo er ist. Wir haben zwar ein bisschen was von der Adresse, aber uns fehlen halt noch Zahlen. Aber ganz ehrlich, ey, boah, ein Gift trinken. Ich meine, ich würde für meinen Sohn auch alles tun, ganz ehrlich. Ich, ich bin innerlich ein bisschen zerrissen. Was meint denn so der Chat? Ich frage mal so in den Chat mal, für alle, die da sind, mal, was meint ihr? Was soll ich tun? Ich höre jetzt mal auf die Mehrzahl. Also für die Leute, die jetzt ab jetzt dann was reinschreiben, zählt das jetzt dann. Die Mehrzahl gewinnt natürlich. Ich richte mich mal kurz an den Chat. Ich frage mal, was die so denken. Für die, dich auf YouTube natürlich, natürlich uninteressant, wenn du den Chat nicht siehst. Ich guck mal eben. Und bitte nicht doppelt posten. Okay. Nicht trinken. Was meinen die anderen? Überall diese Kameras. Aber wie geil das aber auch gemacht ist. Okay. Zwei schreiben nicht trinken. Drei schreiben nicht trinken. Okay. Dann, dann gehe ich. Ja, ich würde für mein Kind auch sterben, aber ich entscheide mich für die Mehrheit. Ich kann nicht entscheiden. Andererseits will ich mich auch nicht gegen den Shit. Nee, komm. Okay, Chat hat eindeutig abgestimmt. Nicht trinken. Ich finde dich, Sean. Mir fällt etwas ein und dann hole ich dich, mein Sohn. Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte Scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse! Scheiße! Das muss doch irgendwie gehen! Hört sich an wie am Hafen oder so. Die Buchstaben passen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Das
Das hört sich ein bisschen an wie am Hafen oder sowas. Das könnte am Hafen sein. Ach, ich kann jetzt hier auswählen. Oh Gott. Hafen, Hafen, Hafen. Wenn das... Wäre das, wenn dann... Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Reine Glückssache. Ich nehm die Adresse jetzt. Ich muss es probieren und riskieren. Es ist, ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Es waren insgesamt, glaube ich, 5 Adressen. Das ist jetzt, puh. Ich hoffe, wir fahren zur richtigen. Ich weiß immer, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wer es sein könnte. Also wir sind es definitiv nicht. Ich glaube nicht, also es fällt schon mal flach. Freitag, 18.30 Uhr. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau. Was mit hier den vor meiner Tankquittungen? Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Wie nett. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Mhm. Gute Heimreise, Norman. Oh oh. Eieieiei. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Okay, dann wollen wir mal. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Das hat er uns gesagt. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Hm. Das wäre höchst bedauerlich. Yep. So. Dann gucken wir noch mal. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Mhm. Mist. Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun. Das ist mir bewusst. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Habe ich ja gerade gesagt, er soll die Tankquittung untersuchen. Das bringt nichts. Ja, warum? Isa hat dazu schon nichts mehr.
Der Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Das ist aber nicht einfach, ganz ehrlich. Huch. Nee, nicht aufgeben. Ich will weitermachen. Achso, ich dachte, okay, Akten. Schauen wir mal die Akten nach. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Ja gut, das hatten wir ja schon, ne? Das hatten wir auch schon. Das waren die Origami-Figuren und die Blüten. Na, der will nicht. Da. Karte. Bringt nichts. Nochmal die Hinweise nochmal durchgehen. Was hatten wir denn noch nicht richtig durchsucht? Warte mal. In der Aufnahme war auch nichts, ne? Geoanalyse vielleicht? Keine Daten, okay. Hatten wir bei der Tankquittung hatten wir die Geoanalyse schon gemacht. Was ist hiermit? Aha. Uah, hallo? Kannst du nochmal die Karte aufmachen? Okay, da sagt er nichts zu. Ich dachte, der sagt da nochmal was zu. Ja gut, das hatten wir auch schon. Weil die Orchidee ist ja auch sehr weit verbreitet. Deswegen... Na... Keine Daten, okay. Jetzt wird's kompliziert. Hatten wir... Das Video hatten wir schon, aber war, glaube ich, nichts anderes, nichts irgendwie drauf, ne? Achso, das war ja das mit dem Schwert, ja. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch? Karte. Akten hatten wir, glaube ich, auch schon alle durch, ne? Ich gehe trotzdem nochmal die Akten nochmal durch. Und zwar die mit dem Origami und den... Das waren die Opfer. Okay. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Keine Daten, okay. Warte mal, nee, nicht öffnen. Er blutet aus dem Auge, ist das richtig? Ist das richtig, dass er aus dem Auge blutet? Darf ich mal eben... Kann ich mal eben Ari schließen? Er blutet aus dem Auge. Alter, was ist denn da los?
Ich check's gerade irgendwie nicht. Aber wir haben ja eigentlich alle Hinweise schon durch, ne? Das hatten wir auch schon, ne? Oder? Genau. Schauen wir mal eben hier. Da war da oben der Punkt. Ist das normal, dass er aus dem Auge blutet? Oder ist das jetzt ein Bug? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das... Achso, das waren ja die, genau. Das hatten wir auch schon. Boah, puh. Keine Ahnung. Ich bin da ein wenig überfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Möchtest du mir einen Tipp geben, Fläschchenfango? Ja, da bin ich immer gespannt. Weil hier haben wir alles durch. Wir haben die Reifenspuren, wir haben das Video, wir haben die Tankstellenquittung haben wir durch, wir haben die Origami-Figur durch. Ansonsten haben wir soweit eigentlich alles durch. Die Akten haben wir auch durch. Das Video, aber das Video haben wir doch. Moment. Ich schau nochmal eben. Na, ich will. Jetzt macht er nochmal das auf. Eigentlich will ich, möchte ich gerne nochmal. So. Möchte ich gerne nochmal die Hinweise durchgehen. Das Video nochmal mir anschauen. Aber das Video hatte ich doch soweit endlich schon. Oder bin ich jetzt. So, wie. Er blutet schon aus beiden Augen. Auch schön. Ah, warte mal, wir haben. Er blutet aus beiden Augen. Kann ich es pausieren? Macht er wieder das Schwert oder dieses Samurai-Schwert? Mal. Und keine Daten. Hä? Ich spiele es nochmal ab, glaube ich. Kann ich. Muss ich es irgendwo. Ich glaube, ich muss es irgendwo pausieren. Kann das sein? Weil mir fällt doch gerade nichts auf. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Aha. Für Larry? Ach. Ach du Scheiße. Natürlich. Das war die Uhr am Anfang vom Spiel. Wo wir Geld reingelegt haben. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Ja. Der Killer ist ein